Ja, ich darf Sie heute alle begrüßen zu einem spannenden Thema, was uns alle betrifft, wie wir langsamer biologisch älter werden. Ich begrüße Sie hier im Saal und alle, die dabei sind, zu Hause und dann über den YouTube-Channel. Vielen Dank, dass Sie Ihren Sonntagnachmittag für dieses Thema opfern, aber Sie sollen belohnt werden. Sie gehen heute alle nach Hause mit einem Rezept, was Sie unmittelbar umsetzen können. Genau. Sie sehen hier die Übersicht, das sind die Themen, die wir heute gemeinsam durchgehen. Können wir beeinflussen, wie wir altern? Können wir messen, wie schnell wir älter werden? Ist die Verlangsamung des biologischen Alterungsprozesses relevant für die Gesundheit? Und zum Schluss am Beispiel unserer Immunabwehr, ein Beispiel, wie wir uns den Alterungsprozess bezogen auf einen Mechanismus vorstellen und vor allem auch therapeutisch angehen können. Vor allem auch bezogen auf die Demenzprävention. Aber jetzt steigen wir ein. Können wir beeinflussen, wie wir altern? Sie sehen hier drei Männer, die sind alle 85-jährig und Sie sehen, da gibt es rechte Unterschiede. Sie haben das gleiche biologische Alter, aber dieser Herr läuft noch regelmäßig Marathon, das sollten Sie übrigens nicht tun, das ist gefährlich. Und der zweite Mann ist schon, man nennt das, hat eine gewisse Gebrechlichkeit, man sieht das an der Gehhilfe. Und der dritte Mann, ebenfalls 85-jährig, wäre schon gebrechlich, braucht Unterstützung. Und warum zeige ich hier drei Männer und nicht drei Frauen? Der Alterungsprozess bezieht sich ausschließlich auf Männer. Also alle Frauen im Raum, die sind heute gar nicht betroffen. Genau. Und aber dieses Visuelle, ne, das sehen wir natürlich in der Altersmedizin oder generell in der Medizin. Menschen werden in einem Spektrum älter. Und wir wissen heute, das Alter ist keine Zahl. Und auch in der Medizin sind wir zunehmend auf das biologische Alter bezogen. Das Alter als Zahl spielt zunehmend eine geringere Rolle. Es geht wirklich um die Vitalität, die Gesundheit eines Menschen. Und als ich noch mit dem Medizinstudium begonnen habe, das ist auch schon ein wenig her, ging es noch ganz um die Genetik. Na, es war wie so ein Damoklesschwert. Welche Gene sind in mir, welche Erkrankungen habe ich zu erwarten? Heute wissen wir, dass die Variabilität der Langlebigkeit, auch insbesondere der gesunden Langlebigkeit, zu 70% über sogenannte epigenetische Faktoren bestimmt sind. Das ist einerseits die Umgebung, in die wir leben. Das sind vor allem sozioökonomische Faktoren relevant. Die mentale Gesundheit ist enorm wichtig und eben auch die Lebensstilfaktoren. Ich möchte heute vor allem auf die Lebensstilfaktoren als enormes Potenzial eingehen, aber auch nicht verpassen, noch kurz bevor Sie dann wieder zurückkehren in ein gesundes Leben, auch die mentale Gesundheit mit hineinnehmen. Warum ist es so relevant, diese Aufteilung 30% Genetik, 70% Epigenetik? Die Epigenetik können wir beeinflussen. Und jetzt möchte ich Ihnen kurz erklären, was Epigenetik heißt. Es ist nicht so kompliziert. Sie müssen sich vorstellen wie ein Lichtschalter. Der Lichtschalter ist die Genetik. Und der Finger, der diesen Lichtschalter und eben auch die Risiken für Erkrankungen an- und ausknipst, das ist die Epigenetik. Ich habe noch ein besseres Bild. Die Genetik, das ist das Flugzeug. Und die Epigenetik, das ist der Pilot und eben speziell John Travolta. Genau. Das hat etwas sehr Positives, weil das heißt, wir können beeinflussen,
wie wir älter werden. Und als Beispiel, und das ist etwas, was wirklich wichtig ist, es ist der zentrale Faktor, die körperliche Aktivität. Was wissen wir heute, wie relevant das ist? Und das ist eine Zusammenfassung einer Vorlesung eines globalen Panels, das heißt Minding Our Future. Hier versuchen Forscher weltweit zu beeinflussen, dass Menschen länger gesund und aktiv bleiben können. Und ich war verantwortlich für die physische Aktivität in diesem Panel. Und Sie sehen hier eine einfache Zusammenfassung, mit welchen gesundheitlichen Vorteilen aus der Literatur die physische Aktivität verbunden ist. Also Sie sehen hier einen Rückgang des Demenzrisikos, Rückgang Sarkopenie, also der Muskelmassenverlust mit dem Alter wird natürlich enorm beeinflusst durch physische Aktivität, aber auch das Stürzen, Herz-Kreislauf-Erkrankungen, Krebserkrankungen, das Sehen und das Hören. Alle Körperfunktionen werden positiv beeinflusst durch die physische Aktivität. Warum? Weil die physische Aktivität eben Mechanismen direkt im Alterungsprozess, wir wissen heute, es gibt sogenannte Merkmale des Alters, die sogenannten Hallmarks of Aging. Ich zeige Ihnen nachher noch die Übersicht dazu, die zunehmend die Medizin von morgen bestimmen werden, weil wir zukünftig genau dort manipulieren möchten. Also schon dort ansetzen, wo der Alterungsprozess beginnt und das Altern natürlich direkt mit dem Auftreten von chronischen Erkrankungen verbunden ist. Und das ist etwas ganz Wichtiges, was Sie mitnehmen müssen, wenn wir an physische Aktivität denken, dann denken wir sofort an Schwitzen und Rennen und dabei ist die leichte physische Aktivität schon enorm wertvoll und das ist so die größte Studie, die das schön zusammenfasst. Insgesamt über 36.000 Menschen, die hier in verschiedenen Studien erfasst wurden und dass die physische Aktivität wurde objektiv gemessen mit einem Schrittzähler. Und man hat hier eindrücklich gesehen, wie die Anzahl oder das Ausmaß der physischen Aktivität, also wie viele Minuten am Tag wir leicht physisch aktiv sind, mit der vorzeitigen Sterblichkeit zusammenhängt. Und die vorzeitige Sterblichkeit ist natürlich ein umfassendes Maß für das gesund Älterwerden. Und Sie sehen hier eindrücklich, wie diese Kurve heruntergeht, wenn man mehr Minuten zumindest leicht physisch aktiv ist. Wenn man das ganz gut machen möchte, sehen Sie aber auch, das ist eine rechte Anzahl. Da muss man, da darf man kaum sitzen. Sie sollten übrigens ab und zu aufstehen. Und wenn Sie das schauen, wenn man das aufteilt nach Quartilen, dann ist es doch eindrücklich, dass Menschen, die im obersten Quartil in dieser riesigen Studie physisch aktiv waren, dann hatten die ein 62% vermindertes Risiko einer frühzeitigen Sterblichkeit. Aber Sie sehen schon mit den 150 Minuten am Tag eine deutliche Reduktion um 40%. Und hier zählt effektiv jeder Schritt. Es zählt der Spaziergang mit dem Hund, es zählt die Gartenarbeit, es zählt das Gentle Yoga, jeder Schritt zählt, jede Treppe zählt. Und jetzt das andere, das ist auch etwas, was Sie, deshalb habe ich gesagt, mit dem Sitzen. Wir sehen heute in der Literatur, dass unabhängig von der physischen Aktivität die Anzahl an Stunden, die wir sitzen, sich negativ auf die Gesundheit auswirken. Es ist wie etwas, was man nicht gut machen kann. Also auch Menschen, die physisch regelmäßig aktiv sind, aber gleichzeitig eben 6 Stunden am Tag sitzen, haben trotzdem ein deutlich erhöhtes Sterblichkeitsrisiko.
Deshalb sollten Sie alle 10 Minuten, wenn Sie sitzen, ich habe gar nichts dagegen heute, wenn man soll es auch umsetzen, kurz aufstehen oder na, wenn Sie viel am Computer arbeiten, ich gehöre dazu, ich habe mir jetzt eine Schachtel auf den Pult gestellt und bin doch ab und zu auch im Stehen tätig, das ist ein Schritt in die richtige Richtung. Und jetzt kommen wir zu diesen Merkmalen des Alters. Seit etwa 10 Jahren hat diese Forschung, man nennt es Geroscience, einen Schwerpunkt, wo es wirklich darum geht, die Medizin von morgen zu entwickeln. Wir sind, ich habe jetzt heute die Statistiken nicht gezeigt, wir sind in einer älter werdenden Gesellschaft. Es wird immer mehr ältere Menschen geben und immer weniger jüngere. Deshalb ist so wichtig, ihr seid da. Genau. Das heißt, die klassische Medizin, die so eine akute Erkrankung nach der anderen behandelt, bei älteren Menschen, die ja oft mehrere Erkrankungen parallel haben, das ist wie eine Medizin, die zunehmend weniger gangbar wird. Wir lesen das auch ab an der Verlängerung der Lebenserwartung. Die ist zwar verlängert in der modernen Medizin, aber wir haben es bisher noch nicht geschafft, die gesunde Lebenserwartung zu verlängern. Und dazu braucht es neue Lösungen und dazu sind eben diese Lebensstilfaktoren relevant und diese neuen Ansätze, wo wir manipulieren möchten, das biologische Alter stützen, die regenerativen Prozesse des Körpers stärken. Und Sie sehen hier verschiedene Mechanismen, die Sie sicher gehört haben, die Telomere, die sogenannten alternden Zellen, die Senescent Cells, aber auch die Energieorte unserer Zellen, die Mitochondrien, die wir antreiben möchten und wieder mehr Energie geben möchten und eben auch die Epigenetik. Ich möchte heute vor allem darüber sprechen, weil das im Moment der vielversprechendste Messwert ist, an dem wir die neue Medizin von morgen entwickeln möchten und eben auch schon erste Daten haben. Und Sie sehen hier ein Beispiel, man konnte bereits zeigen in insgesamt 25 Studien. Sie sehen hier, die sind unterschiedlich groß, von relativ klein bis doch recht groß. Die zeigen, dass die physische Aktivität eben als erklärender Mechanismus diese Epigenetik beeinflusst, positiv beeinflusst. Und wenn man das noch im Messwert abbildet, man misst diesen Marker in so einer sogenannten epigenetischen Uhr. Ganz zum Schluss zeige ich Ihnen so eine Uhr, die dann quasi als Messwert zeigt, wie viele Monate wir das biologische Alter ein wenig zurückdrehen können, indem wir physisch aktiv sind. Und in diesen Studien zeigt sich eben ein erstes starkes Signal, dass dieser Messwert relevant ist und eben beeinflusst werden kann. Und jetzt diese Geroscience, dieser neue Forschungsschwerpunkt ist jetzt an dieser Argumentation aufgebaut. Wir beeinflussen mit der physischen Aktivität den Alterungsprozess auf dieser Ebene der Epigenetik, können damit das biologische Alter verlangsamen, die verschiedenen chronischen Erkrankungen mit dem Alter senken und letztendlich die vorzeitige Sterblichkeit vermindern. Und jetzt wird es konkret. Jetzt gehen wir zum Teil des Immunsystems. Ein Mechanismus, wo eben die physische Aktivität auch ansetzt und eben auch eine Tür des Alterungsprozesses bespielt, ist die sogenannte das Immunsystem. Man kann auch sagen, der Alterungsprozess ist eine Entzündung. Und je besser wir diese Entzündung beeinflussen können, desto weniger nagt diese Entzündung an allen Organfunktionen. Und darüber sprechen wir jetzt, vor allem bezogen auf das Gehirn.
Sie kennen das Thema der Demenz. Wenn wir das 90. Lebensjahr erreichen, dann müssen wir etwa in einem Drittel der Fälle mit einer Demenz rechnen. Das heißt, Demenz ist häufig. Und die Herausforderung ist, dass wir, wenn wir die ersten Symptome sehen und eine Diagnostik machen in der Medizin, dann sind wir eigentlich 10 Jahre zu spät, weil dann haben strukturelle Veränderungen schon eingesetzt, die das Gehirn verändern. Und das, was in den 10 Jahren davor passiert, ist eben die Entzündung. Man kann es auch nennen einen Kabelbrand. Und dort gibt es verschiedene Faktoren, die Entzündung positiv oder antreiben, sogenannte Treiber einer Entzündungsreaktion im Gehirn. Das ist eine ungesunde Ernährung, Stress, Bewegungsmangel, nicht genug Schlaf und Einsamkeit. Spannend ist, dass man damit eben nicht nur die Entzündung im Gehirn beeinflusst, sondern eben auch bezogen auf die anderen wesentlichen chronischen Erkrankungen im Alter, wie Krebserkrankungen, Gefäßerkrankungen, Muskelabbau, Knochenabbau. Aber da möchte ich jetzt eben noch ein wenig genauer darauf eingehen. Sie sehen hier ein schönes Bild. Das heißt Shield Your Brain. Das sind Faktoren, es sind genau 6 Faktoren, die ich mit Ihnen heute durchgehen möchte, die eben einerseits das Gehirn schützen vor einem schnelleren biologischen Älterwerden, aber eben auch verschiedene andere chronische Erkrankungen positiv beeinflussen, weil sie eben an dieser Entzündungsreaktion als zentraler Mechanismus ansetzen, zum, was das Älterwerden begünstigt auf der biologischen Ebene. Die sehen das jetzt immer wieder, wir gehen das durch, Schritt für Schritt, weil es wichtig ist und zum Mitmachen einlädt. Und das sind eben alles Dinge, die in der Literatur belegt sind. Das ist entwickelt worden von der Harvard Medical School. Das Mass General Hospital hat diese Kriterien aufgestellt. Das erste Kriterium ist der Schlaf. Es sind noch alles Dinge, die natürlich auch mit Genuss verbunden sind. Also der Schlaf ist etwas ganz Wertvolles. Idealerweise schläft man 7 bis 8 Stunden. Warum ist der Schlaf so wertvoll für das Gehirn? Das Gehirn macht in der Nacht im Schlaf die Liquor, also dort, wo die Gehirnflüssigkeit fließt, weit. Im Mausmodell etwa 60% weiter als tagsüber. Und dann findet so eine Art Säuberung statt. Dann fließt die Gehirnflüssigkeit durch das Gehirn und es findet eine Säuberung statt. Und eben auch in einem sogenannten Alzheimer-Maus-Modell eine Säuberung dieser Alzheimer-Plaques. Und wenn man regelmäßig schläft, sinkt bei Mäusen dieser Amyloid-Spiegel im Gehirn. Und es ist natürlich etwas, Schlaf gibt uns Entspannung und Energie. Und eng damit verbunden, diese Entspannung ist das Thema Stress. Und hier kennen Sie vielleicht neu Mindfulness. Das ist eine spannende, wir reden schon lange darüber, was sich verändert hat. Wir wissen heute, dass Mindfulness, man nennt es auch Achtsamkeitstraining, eben diese Entzündung im Gehirn senkt. Stress ist das Gegenteil von Mindfulness. Stress verhindert eine optimale Gedächtnisfunktion. Stress hebt den Cortisolspiegel, der Hirnzellen schädigt, eine Entzündung auslöst und dann eben noch mehr Gehirnzellen schädigt. Wie kann man das beeinflussen? Und Sie sehen, Mindfulness ist im Trend. Jedes Manager-Magazin redet darüber, weil man eben nach 10 Minuten oder 15 Minuten Achtsamkeit einfach innehalten, ich zeige Ihnen im Anschluss ein Beispiel, zeigen konnte, dass man damit die Leistung deutlich verbessern kann.
Und für uns in der Altersmedizin und in der Prävention ist es wertvoll, weil es eben Daten gibt, dass man damit die Entzündungsreaktion senken kann. Das ist jetzt ein Beispiel. Die Harvard Medical School hat einen ganzen Forschungsbereich um Professor David Vargo, der hier sehr aktiv ist. Und Sie sehen hier Bestandteile. Also zum Beispiel, na, es geht wirklich um 10 bis 15 Minuten am Tag. Man soll den Tag bewusst starten und ab und zu eine Pause machen, ganz bewusst durchatmen. Und eventuell eben auch Musik nutzen für eine geführte Meditation. Es ist spannend, es gibt eine Studie, wir haben heute, ich würde lieber 3 Stunden bei Ihnen sein, es gibt spannende Daten, dass Menschen, die das ganze Leben lang meditieren, effektiv weniger an Gehirnmasse verlieren mit dem Alter. Also Meditation ist etwas Präventives und eben auch dieses Mindfulness. Und am Abend, wenn man ins Bett geht, nochmal schauen, ist man wirklich entspannt, so eine Art Check machen. Das gehört alles zu diesem Mindfulness. Man kann sich aber noch Mindfulness anders vorstellen. Auch da bekommen Sie etwas mit für nach Hause ganz zum Schluss. Es heißt Groove. Ich gehe später darauf ein. Und das ist jetzt eine Studie bei Menschen. Dort wurden 2 Programme verglichen. Einmal so ein Mindfulness-Programm über 8 Wochen verglichen zu einer Gesundheitsinstruktion. Und es zeigt sich hier in Rot, sehen Sie die, die in diesem Achtsamkeits-Mindfulness-Training waren, eine Verminderung der Entzündungszeichen, die deutlich abnahm im Vergleich zur Kontrolle. Jetzt kommen wir zum dritten Punkt, auch eigentlich mit Genuss verbunden, Interaktion mit anderen. Es gibt in der Medizin, vor allem in der Altersmedizin, eigentlich nichts Toxischeres als Einsamkeit. Und weil Einsamkeit bedeutet Rückzug bezüglich der Gedächtnisfunktion, die Stimulation, aber auch die physische Inaktivität, die mit dieser Einsamkeit zusammenhängt. Und hier gibt es eben auch schöne Daten, dass Einsamkeit Nervenzellen schädigt und jedes Gespräch mit einem anderen Menschen neue Nervenverbindungen schafft und das Gehirn sehr positiv beeinflusst und stärkt. Das ist eine schwedische Studie, nur ein Beispiel. Die haben gesunde Menschen gefragt, ganz einfach, sind sie einsam? Und die dann weiterverfolgt, also die hatten alle keine Demenz. Und dann im Mittel 11 Jahre weiterverfolgt, manche bis zu 20 Jahren. Und es zeigte sich eindrücklich, dass die Menschen, die geantwortet haben, ja, ich bin einsam, ein 2-fach erhöhtes Alzheimer-Risiko haben. Ein Trigger, das ist jetzt dort nicht drauf auf diesen Kriterien, ein Trigger für die Einsamkeit ist eine Verminderung des Hörvermögens, übrigens auch des Sehvermögens. Menschen, die ein eingeschränktes Hörvermögen haben und das nicht korrigieren, haben anhand der heutigen Studienlage ein bis zu 5-fach erhöhtes Demenzrisiko. Also Hörverminderungen immer anschauen lassen und korrigieren. Verbunden und dann kommen wir wieder zum Training. Das war ja schon der erste Teil, na, wie wertvoll die physische Aktivität ist, jeder Schritt. Und das ist jetzt einfach noch eine Studie bei Mäusen. Das ist etwas schwierig zu untersuchen bei Menschen, die zeigt, Mäuse, die freiwillig und einfach auch Raum hatten zum Rennen, hatten effektiv eine Neubildung von Nervenzellen im Gehirn. Wir dachten lange, das ist nicht möglich, wissen aber heute, es gibt diesen Regenerationsmechanismus. Wir sind übrigens auf dieser regenerativen Ebene bereits heute so weit, dass die ersten Studien laufen mit Stammzellen, die eben
neues Zellwachstum in der Regeneration ermöglichen. Im Moment läuft zum Beispiel auch hier eine Studie bei Alzheimer-Patienten. Verbunden, die Exercise, also das Training, das Bewegen auf der physischen Ebene, ist auch ganz wichtig auf die Ebene des Gedächtnisses zu übersetzen. Also was Sie heute tun, dass Sie hierher kommen und Neues lernen, ist eigentlich, gehört genau dorthin. Planen, das Alter, das noch etwas vorhat, gibt es eigentlich keinen Grund, damit aufzuhören. Und das ist eben enorm wertvoll. Neue Menschen kennenlernen, neue Dinge tun, neues Angehen, neues Lernen ist unglaublich wertvoll für das Gehirn. Und jetzt zu einem Thema, was auch für uns ein ganz zentraler Punkt ist in der Forschung. Das ist neben der physischen Aktivität der andere rote Faden durch die Literatur, die gesunde Ernährung. Ganz analog zur physischen Aktivität ist die gesunde Ernährung verbunden mit allen, nahezu allen chronischen Erkrankungsrisiken. Und jetzt bezogen auf das Gehirn möchte ich Ihnen hier vorstellen die Mind Diet, die kommt von meinem früheren Arbeitsort in Boston. Es läuft im Moment eine Anschlussstudie. Und was Sie hier sehen, sind 10-mal gesunde Faktoren, die in dieser Mind Diet regelmäßig genossen werden dürfen. Sie sehen, das ist eigentlich die mediterrane Diät, ergänzt mit zwei Superfoods. Und das sind einmal die Beeren und das andere Mal die Nüsse, die hier explizit genannt werden in der Mind Diet. Und aber auch eine Liste von Nahrungsmitteln, die man in Maßen genießen sollte. Das wissen Sie, das rote Fleisch in Maßen, Butter und Margarine, Käse. Da muss ich Ihnen sagen, wir leiten ja die größte Healthy Aging Studie Europas, Do Health. Da erzähle ich Ihnen heute praktisch nichts dazu, ist aber auch spannend, ein anderes Mal. Aber wir haben das dort eben auch repliziert. Der Schweizer Käse hat dieses Signal nicht. Das ist ganz wichtig. Es ist der amerikanische Tubenkäse, genau. Die Süßigkeiten in Maßen, frittiertes, vor allem mit ungesundem Fett frittiertes, in Maßen genießen. Wenn man jetzt schaut, was bewirkt dieses Ernährungsmuster, also wenn Sie das anschauen, denken Sie wahrscheinlich, also das ist eigentlich machbar und genussvoll und vielleicht leben schon viele von Ihnen in diesem Ernährungsmuster. Und als diese Studie erstmals publiziert wurde, gab es eine Party der älteren Professoren in Harvard. Und ich war dabei, weil es war so eine Hoffnung. Es war so eine Hoffnung, dass man mit einer gesunden Ernährung doch das Alzheimer-Risiko anhand dieser Beobachtungsstudie um 53% senken kann. Das ist beeindruckend bei denen, die im oberen Drittel dieses Ernährungsmuster einhalten konnten, in dieser Studie mit einer Beobachtungszeit von 4,5 Jahren. Man hat diese Menschen dann noch länger verfolgt und die waren effektiv immer die, die auch im Gedächtnis länger stabil blieben und weniger schnell abnahmen. Und im Moment läuft jetzt die ganz große randomisierte Studie, die den Menschen, die in der Interventionsgruppe sind, Olivenöl, Beeren und Nüsse zuliefert, dass das auf jeden Fall abgedeckt ist. Und also wir sind sehr gespannt. Wir empfehlen diese Diät bereits heute in der Präventionssprechstunde. Und wie versprochen, möchte ich jetzt auch noch etwas zur mentalen Gesundheit sagen. Also wie wir das Leben angehen, hoffentlich mit Humor,
Das ist ganz zentral. Resilienz, Krisen überstehen können, ist ein enormer Bestandteil des Gesund- und Aktiv-Älterwerdens. Und auch hier gibt es eine Liste von Faktoren, die in den großen Kohortenstudien auffällig konzentriert waren, sowohl bei den Männern wie auch bei den Frauen, bei Menschen, die länger gesund, weniger schnell älter werden als die gleichaltrigen Menschen. Und das sind diese Kriterien. Eines ist dankbar sein, zufrieden sein mit dem Leben, in dem man vor allem auch die Menschen um einen herum das Jetzt genießen, aber auch an Veränderungen teilnehmen können. Na, was wir sehen, was Alterungsprozess bis zur Zellebene beeinflusst, ist diese Einschränkung des Radius. Heute ist übrigens mein Ehemann im Publikum. Ich bin ein wenig nervös. ich konnte ihn heute mitreißen, hierher zu kommen. Also aktiv sein, Neues tun und eben wirklich diesen Radius offen zu halten. Das ist etwas, was man trainieren muss. Ganz bewusst, jeder Kaffee mit einer Freundin, jede Reise, einfach wirklich das Nicht-zu-Hause-Sein, immer nur den kleinen Radius leben, das ist ganz zentral. Sich selbst aber auch Sorge tragen, ist wichtig. Und auch das Thema Spiritualität. Das sind die Faktoren, die Menschen auf der Ebene mentale Gesundheit auszeichnen, die länger gesund und aktiv sind. Und jetzt, da drehen sich jetzt diese Rädchen. Die Hypothese, die wir im Moment auch planen, in einem großen Forschungsprojekt zu belegen, ist, dass wir wissen, übrigens auch anhand unserer DoHealth-Studie, es reicht nicht aus, nur eine Sache gut zu machen. Es ist wahrscheinlich viel effektiver, kleine Adjustierungen zu machen. Also alles, was Sie heute gehört haben, überlegen, wie kann ich das in meinem Leben so umsetzen, dass es zu mir passt, und vor allem auch nicht ein Programm ist für eine Woche, sondern eigentlich zur Gewohnheit wird. Das wäre die Magie. Und man kann sich das vorstellen, das ist jetzt eigentlich eine epigenetische Uhr. Wenn wir es schaffen, all die belegten Lebensstilfaktoren in Bewegung zu bringen, na, Sie sehen hier die physische Aktivität, das Mindfulness, Nichtrauchen ist wichtig, Gesundheit, Alkohol in Maßen, bestimmte Supplemente, die vielleicht noch zusätzlich gesund sind, das können wir heute alles nicht besprechen. Aber einfach diese Dinge, die Sie heute auch gehört haben mit Shield, na, das Bewegen, neue Menschen kennenlernen, genug Schlaf, gesunde Ernährung, all das sind diese Rädchen. Und wenn man sich vorstellt, dass wir die alle in Vibration versetzen, dann ist das dann kommt etwas in Schwung. Und wenn Sie sich jetzt konzentrieren auf diese Uhr, also ein Mensch, der das macht, ja, der dreht diese biologische Uhr dann zurück. Es gibt tatsächlich schon erste kleine Studien, die das zeigen, zum Beispiel für die mediterrane Diät oder die physische Aktivität, gemessen an diesem epigenetischen Alter abgebildet in der epigenetischen Uhr. Also bringen Sie das in Schwung. Und jetzt kann man zusammenfassen, was haben wir heute besprochen? Lebensstilfaktoren machen 70% in der Variabilität aus, wie wir älter werden. Das ist enorm. Und was ich jetzt nicht besprechen konnte, aber Ihnen jetzt auch noch verraten darf, wir wissen heute, dass bestimmte genetische Risiken, wie zum Beispiel Krebserkrankungen, aber auch Demenz, im Durchbruch zur Erkrankung eben auch in über 90% über Lebensstilfaktoren determiniert sind. Also wenn ich ein genetisches Risiko habe, ist dann der Durchbruch, und das belegt ja auch wieder dieses Konzept,
sind die Lebensstilfaktoren entscheidend. Denken Sie an den Lichtschalter und bedienen Sie den Finger so, dass die Risiken ausgeknipst werden und nicht angeknipst werden. Die beste Effektivität ist ganz sicher die Kombination. Warum? Na, ein Beispiel, wir haben in unserer großen europäischen Studie Do Health gesehen, dass zum Beispiel, dort sind ja 5 Länder dabei und ein Land, wo ich dachte, die werden es besonders gut machen, ist die mediterrane Bevölkerung aus Portugal. Und dort zeigte sich auch, die leben noch die mediterrane Diät und bilden sich aber trotzdem in allen Gesundheitsmerkmalen viel schlechter ab, wie zum Beispiel die Menschen, die wir in der Schweiz bei Do Health dabei haben. Und wir nehmen an, es hängt daran, dass die physische Aktivität deutlich geringer ist und eben auch andere Faktoren, auch übrigens eben die mentale Seite. Na, man fühlt sich in der mediterranen Region noch ab 65 älter. Na, bei uns wird es vielleicht diskutiert ab 85. Die 80-Jährigen sind heute in der Altersmedizin die Teenager. Na, ich sage oft zu vielen, was wollen Sie hier? Sie gehören nicht in die Altersmedizin. Aber wir machen natürlich auch Prävention. Deshalb ist es clever, eben schon früher in die Altersmedizin zu kommen. Und wenn Sie sich jetzt überlegen, was mache ich minimal, na, was kann ich jetzt heute anpacken, dann ist es tatsächlich das Wissen, dass die leichte physische Aktivität, also jeder Schritt, na, wenn Sie zum Beispiel den Morgen beginnen mit einem Spaziergang, vielleicht ja, eben eine Bushaltestelle früher aussteigen. Oft ist man genau gleich schnell am Ort. Oder eben am Abend noch mal ein kleiner Spaziergang und versuchen, na, die Treppen zu laufen statt dem Aufzug. Solche Dinge, na, zu wissen. Na, viele Menschen nehmen nicht wahr, wie relevant, na, diese kleinen in den Lebensstil integrierten Bestandteile der physischen Aktivität sind. Andere Menschen treffen, also wie heute. Na, es ist also quasi eine grüne Karte zum Party machen. ich hatte mir eigentlich gewünscht, wir hätten die Beach Boys hier als Einstieg. also tanzen, bewegen, am Leben Freude haben, genug schlafen. Ich muss Ihnen sagen, ich habe begonnen mit diesem Achtsamkeitstraining. Ich glaube, das ist jetzt wirklich in der Literatur so gut verankert, dass das etwas Wertvolles ist, und das sind 10 bis 15 Minuten. Und eben ein Beispiel gebe ich Ihnen mit auf den Weg. Das ist Frau Mattle. Sie hat übrigens diese Woche ihren PhD verteidigt an der Universität Zürich mit Bravour. Und sie hat in der Covid-Zeit unterstützt von der Schriftstellerin Donna Leon mit der Musik. Sie wissen, Donna Leon ist sehr musikinteressiert. Und wir haben jetzt über 100 Grooves für sie aufgenommen. Es gibt dort einen Kanal. Das sind immer so 5 Minuten Übungen, wo es eben ums Durchatmen geht, aber auch Koordination, Bewegung. Der erste Teil war alles im Sitzen. Aber unterschätzen Sie es nicht, man ist da gut durchbewegt, dank Frau Mattle. Und jetzt kommt eine ganze Serie im Stehen. Das Attraktive ist, egal wo Sie sind, Sie können einen von diesen über 100 Grooves abrufen und einen Moment lang Bewegung und Mindfulness verbinden. Und Frau Mattle macht jetzt auch weiter. Wir sind sehr gespannt auf alle neuen Grooves. Eben, das wäre so eine Kombination, www.groove.ch. Und wenn Sie jetzt diese Forschung interessant finden und unterstützen möchten, hier gibt es ein Programm, Precision Age, also den Alterungsprozess verlangsamen und die Medizin von morgen auf den Weg bringen. Das
Und wenn Sie einen Boost brauchen, dann im November. Wir machen dieses Jahr zum 13. Mal unseren Öffentlichkeitsanlass. Das Hauptthema ist immer gesund und aktiv 60 plus. Sie sind überwiegend alle zu jung dafür, aber es gilt eigentlich auch schon ab 40 oder 50. Und es hat jedes Jahr ein Thema, übrigens gewählt von Donna Leon. Sie ist die Botschafterin der DoHealth-Studie und von diesem Anlass. Sie macht auch immer die Einführung. Und dieses Jahr ist das Thema Sinne und Sinnlichkeit. Und vielleicht für Sie spannend, es werden dort zum ersten Mal die Resultate der DoHealth-Studie zum Krebsrisiko präsentiert werden. Und Sie können auch im Livestream dabei sein. Und ja, jetzt bedanke ich mich, freue mich auf Ihre Fragen und wünsche Ihnen einen guten Start in die Prävention. Dankeschön. Ja, vielen Dank für diesen spannenden Vortrag. Wir starten gleich mit der Fragerunde und bitten Sie, Ihre Fragen möglichst kurz zu formulieren, dass wir Zeit haben für möglichst viele Fragen. Da ist jemand. Ja. Zum Thema Schlafen. Mittagsschlaf, zählt das auch oder ist es explizit an einem Stück Nachtruhe? Nein, der Mittagsschlaf zählt auch. Genau, auch es geht eigentlich darum, die Stunden ein wenig zusammenzubringen. Es gibt so diese Menschen, die durchschlafen in der Nacht. Das ist natürlich super. Aber es gibt dann auch, wir haben zum Beispiel in diesem neuen Forschungsprojekt, was jetzt lanciert wird, versuchen wir Strategien für Menschen zu entwickeln zum schnellen Wiedereinschlafen, wenn sie nachts aufwachen. Aber es zählt, man kann es zusammenzählen. Gute Frage, danke. Ist es jemals zu spät, damit anzufangen? Hätte ich eigentlich mit 30 beginnen sollen? Also dort gibt es jetzt wie zwei Antworten. Wir wissen heute in Amerika, und ich versuche es auch in Zürich auf den Weg zu bringen, gibt es eine Zusammenarbeit zwischen Geburtshilfe und Altersmedizin. From Twinkle to Wrinkle. Und das heißt nichts anderes als, die Familie ist der erste Ort, wo es darum geht, die Lebensstilfaktoren gesund wie auf den Weg zu bringen. Es gibt die Genetik in der Familie und die Epigenetik. Aber jetzt die wirkliche Frage, die Sie hatten, es ist nie zu spät. Ich habe jetzt zum Beispiel eine Studie nicht gezeigt, die Menschen eingeschlossen hat in ein Ausdauertraining, also Laufen zum Beispiel, Nordic Walking. Und dort gab es verschiedene Gruppierungen, zum Beispiel Menschen, die schon fit waren und in den kommenden 5 Jahren fit blieben. Und andere, die überhaupt nicht fit waren und in diesen 5 Jahren fit wurden. Und das mittlere Alter war 60 in dieser Studie. Und die Sterblichkeit war dann analog. Die haben effektiv aufgeholt. Und wir sehen das übrigens auch in unseren Studien. Gerade Menschen, die auf einem tiefen Niveau beginnen, die haben die steilste Verbesserung. Vielleicht haben Sie das auch schon selbst gespürt. Es lohnt sich, man fühlt sich ja dann auch besser. Aber es braucht viel, viel Kraft. Und das ist eben auch ein Thema der Forschung. Wir arbeiten in diesem neuen Projekt mit der Motivationspsychologie zusammen. Wie schaffen wir es, Prävention eben zur Lebensgewohnheit zu machen? Da sind noch. Wie ist die Situation mit der Musik? Also wenn Sie selber Musik. Super Frage. Wenn Sie selber musizieren, Sie bewegen die Finger, Sie lesen die Noten und Sie müssen im Takt spielen und.
Also Musik ist eigentlich Medizin. Ne? Ich bin leider nicht talentiert, selbst Musik zu produzieren, aber ich tanze sehr gerne. Aber es gibt zum Beispiel, das ist die gute Nachricht, eine neue Forschungsagenda, unterstützt von René Fleming mit dem Kennedy Center und dem NIH in den USA, wo über 20 Millionen gesammelt wurden, um Musik als Prävention für die Demenz und eben auch als Förderung des gesunden Alterungsprozesses zu unterstützen. Das Gehirn, Musik macht ja vieles im Gehirn. Ne? Es triggert Erinnerungen. Ne? Das ist ja das ist spannend. Es triggert Bewegung. Ne? Musik, die einem so richtig mitreißt, lässt einem dann ja auch tanzen oder sich bewegen. Musik entspannt aber auch. Ne? Eine große Studie findet statt zur Delirprävention im Akutspital. Also, dass man wirklich Menschen in der Umgebung beruhigt, dass solche Delir-Situationen nicht auftreten, und Musik eben reduziert die Entzündung im Gehirn durch diese Entspannung. Also Musik ist ein Riesenthema. Und wir haben eine Studie, das war eine Dissertation, konnte zeigen, das ist Dr. Richard Mansky, ein Jungstar der Altersmedizin, der selbst Pianist ist und deshalb diese Dissertation gewählt hat. Er konnte zeigen, dass Menschen, die früher ein Instrument gespielt haben und auch immer noch heute oder heute noch ein Instrument spielen, es kam nicht darauf an, wie lange, hatten im Verlauf eine bessere Erhaltung der Gedächtnisfunktion. Genießen Sie Musik, genau. Also ich wollte fragen, ob es bei diesen diversen Studien Auffälligkeiten gegeben hat zwischen Männern und Frauen, die deutlich zutage traten. Gute Frage. Wie soll ich das sagen? Also wir wissen zum Beispiel grundsätzlich, Frauen leben länger mit und ohne Partnerschaft. Männer leben länger in der Partnerschaft. Wahrscheinlich sind es Lebensstilfaktoren. Die Frauen sind umfassender. Sie schauen nach der Ernährung und eine Frau stellt viele Fragen. Ist immer eine Herausforderung. Und wir sehen natürlich in der Medizin riesige Unterschiede. Wir machen eigentlich im Moment, jede Untersuchung, die wir machen, schauen wir, ob es Unterschiede gibt zwischen Männern und Frauen. In der Prävention, aber auch inwieweit welcher Blutspiegel für Männer und Frauen unterschiedlich sind. Das ist ein ganzer Bereich. Man nennt es Gender Medicine, was im Moment im Trend liegt. Natürlich gibt es Unterschiede. Ja. Gut, dann kommen wir zur letzten Frage. Wenn man sich gesund ernährt, ist es dann wichtig, Supplemente einzunehmen? Wenn ja, welche? Und dann wegen dem Alkohol habe ich gesehen, dass es eigentlich befürwortet wird, jeden Tag und wie viel und Weiß, Rosé oder Rotwein? Also ich sehe, das ist eine Frage, wo mehrere hätten stellen wollen. Eine gute Abschlussfrage. Also zuerst einmal zur gesunden Ernährung. Die gesunde Ernährung deckt eigentlich alles ab, außer zwei Stoffe. Das eine ist das Vitamin D, das können wir nicht ausreichend über die Ernährung beziehen. Entweder über die Sonne im Sommer oder im Winter als Supplement. Und das andere ist eine ausreichende Menge an Omega-3. Das ist auch schwierig. Alles andere kann man stemmen, wenn man sich gesund ernährt. Wenn man das nicht tut, vielleicht weil man zu sehr immer unterwegs ist und einfach das nicht gut machen kann, dann ist zum Beispiel ein Multivitamin eine gewisse Versicherung. Ne? Jetzt, wenn Sie mich fragen, der Alkohol,
Na, ich habe Ihnen das jetzt nicht gezeigt, aber das eine Glas Wein, bevorzugt Rotwein, ist Teil der mediterranen Diät. Und Frau Professor Tricopolo, die Mutter der mediterranen Diät, sie ist in diesem Panel, wo ich da auch bezüglich der physischen Aktivität vortragen musste. Und sie sagt ganz eindrücklich, die mediterrane Diät ist ein Lebensstil. Es ist nicht nur eine Ernährung, weil es gehört dazu, dass man diese Dinge selbst kauft, selbst kocht, zusammen isst und eben auch noch danach zusammen ist und fröhlich ist und die soziale Interaktion genießt. Und dort gehört das Glas Rotwein dazu. Und Sie haben recht, es gibt dort ganz unterschiedliche Meinungen. Gibt es ein gesundes Maß an Alkohol? Es gibt Hinweise, dass hier, jetzt kommen wir wieder auf das Männer- und Frauenthema, na, die Männer vertragen das Glas Rotwein eigentlich generell, wenn man den Kohortendaten gerade von der Harvard Medical School, wenn man die anschaut. Und bei den Frauen ist es so, Frauen, die jetzt das Glas Rotwein genießen, die haben damit ein gewisses erhöhtes Risiko, zum Beispiel für Brustkrebs, was sie aber wieder gut machen können durch einen ausreichenden Konsum von Früchten und Gemüsen. Also das heißt, wenn man die mediterrane Diät als Frau genießt, wo das ja dazu gehört, weil damit die Folsäure wieder ausgeglichen wird, die dann wieder quasi das Risiko vom Alkohol dort quasi ausgleicht. Na, wenn Sie mich fragen, was soll ich essen oder was ist die gesunde Ernährung, dann gibt es eigentlich nur eine Antwort, eine mediterrane Diät. Und Sie wissen, die ist natürlich vielfältig. Na, es gibt nicht nur eine mediterrane Diät, aber was die mediterrane Diät ausmacht, ist, der halbe Teller ist Gemüse und Früchte. Oder? Und die Kohlehydratequellen sind Vollkorn, es ist wenig rotes Fleisch, es ist viel weißes Fleisch. Die Hauptfettquelle ist Olivenöl und eben der Genuss des Essens, die mentale Gesundheit, das gemeinsame Essen gehört eben auch dazu. Das Frühstück. Einfach damit Sie die Beeren und Nüsse nicht vergessen, nehmen Sie die mit, gerade abhandeln zum Frühstück. Wenn man nichts macht für das Gehirn, dann wenigstens die Beeren und die Nüsse. Und vor allem, man darf ab und zu sündigen. Dankeschön.